Artikelnummer SCP-2062. Objektklasse Kronecker. Bereits klassifiziert? Seltsam. Sonderverwahrungsverfahren. Für die dauerhafte Suche und Entfernung von SCP-2062 betroffenen Einträgen aus dem SCP-Katalog. Eher eine Liste nummerierter Unwahrheiten. Diese zu widerlegen hat sich als vorteilhaft für meine Forschung erwiesen. Lerne aus den Fehlern anderer. Der Foundation wird der Typ 3 Foundation Web Analysis Bot Omicron 20 Psi, Codename Alan. Ich hatte einmal einen Kollegen namens Alan. Er war mir zu kritisch meinen Theorien gegenüber. Eingesetzt. Analoge Versionen der betroffenen Einträge sind händisch zu vernichten. Das Dokument über SCP-2062 selbst stellt den einzigen Eintrag dar, der von der Foundation selbst als Kronecker klassifiziert wurde. Und weist keine anormalen Eigenschaften auf. Die Klassifizierung anderer anormaler Objekte als Kronecker ist verboten. Beschreibung: Bei SCP-2062 handelt es sich um die anormale Objektklasse Kronecker, die zufällig auftritt. Ich definiere zufällig. Mal ganz ehrlich, ich arbeite mich nur durch eine Liste kriegerischer Äußerungen. Und die vergebene Objektklasse eines digitalen Eintrags ersetzt. Betroffene Einträge ändern nicht nur selbstständig. Nicht wirklich. Das Ganze ist nicht anormal, wie dieses Dokument behauptet. Ich ändere die Einträge selbst. Die Objektklasse, sondern auch die Sonderverwahrungsverfahren und Beschreibung. In der Dokumentation wird die Behauptung aufgestellt, dass die Artikel nicht mehr anormal seien. Sie waren nie anormal. Das Ganze ist ein Schwindel, der von einem nacherzählt wird. Und daher nicht mehr verwahrt werden müssten. Der Beschreibung werden häufig Abschnitte hinzugefügt, in denen versucht wird, die Anomalie zu widerlegen. Versucht? Wie gelingt es? Versuche, diese Änderungen rückgängig zu machen, waren soweit erfolglos. Das liegt daran, dass es die Wahrheit ist. Es ist jedoch möglich, diese betroffenen Einträge zu löschen. Was von Anfang an hätte passieren sollen? Es scheint kein Muster bei der Auswahl von Einträgen zu geben, welche von der SCP-2062-Anomalie betroffen sind. Alle durch die Anomalie vorgenommenen Änderungen an einem Eintrag erfolgen instantan und gleichzeitig auf jedem Gerät, das das Dokument aktuell anzeigt. Gottes Wort ist allgegenwärtig. Nicht digitale Versionen der Dokumentation sind jedoch von den Effekten ausgenommen. Ein Schüler ist nicht allmächtig. Werden diese Dokumente anschließend eingescannt, scheinen sie nicht von SCP-2062 betroffen zu sein. Außerdem scheint es, dass eine neue Nummerierung des Eintrags wirksam darin ist, die Effekte von SCP-2062 abzuschwächen und eine Revidierung möglich zu machen. Bei SCP-2062-1 handelt es sich um die IP-Adresse, von der aus alle Instanzen der SCP-2062-Anomalie vorgenommen wurden. Die Triangulation der IP-Adresse schlug mit Standard-Positionierungssystemen fehl. Die Rückverfolgung mit Geräten, welche speziell für extradimensionale Topographie kalibriert wurden. Diese Aussage ist offensichtlicherweise unwahr, da sie die Existenz eines unendlichen Multiversums impliziert, welche bereits widerlegt wurde. Zahlen sind endlich. Zeigen, dass sich SCP-2062-1 in einem extradimensionalen Raum befindet. SCP-2062-1 scheint das einzige Signal zu sein, das aus diesem Raum stammt. Ich bin euch näher als ihr vermutet. SCP-2062 betrifft auch jeden Artikel, der mit dem folgenden Tag gekennzeichnet ist. Stern, Stern, Objektklasse, Stern, Stern, Kronecker. Die Anomalie kann in SCP-Einträgen sowie Personalakten und anderen Dokumenten auftreten. SCP-2062-basierte Revisionen folgen immer dem gleichen Parameter. SCP-2062 versucht die Existenz des Objektes gegebenenfalls zu widerlegen. Tritt dies nicht ein, dann hat SCP-2062 nur minimale Auswirkungen und hinterlässt oft nur kleine und vernachlässigbare Notizen zu verschiedenen Informationspunkten in der Dokumentation. Dokumente, die manuell mit dem zuvor genannten Tag gekennzeichnet sind, sind unwiderruflich von SCP-2062 betroffen. Die Umbenennung oder Umnummerierung des Dokuments hat nicht den Effekt, die Wirkung von SCP-2062 abzuschwächen. SCP-2062 hat keinen Einfluss auf den eigentlichen Artikel, welcher in der Dokumentation beschrieben wird, sondern nur auf die Dokumentation selbst. Anhang: Leopold Kronecker. Was? Nein. Dieser Artikel. 7. Dezember 1823 bis 29. Dezember 1891 war ein deutscher Mathematiker, der Zahlentheorie und Algebra studierte. Kronecker ist bekannt für sein Zitat über Georg Cantors Mengenlehre. Die ganzen Zahlen hatte liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk. Während SCP-2062 keine Ähnlichkeit zu den Aufzeichnungen des Mathematikers Kronecker aufweist, laufen weitere Untersuchungen über Leben und Tod von Kronecker.